You heard it here first. Bitcoin is going to zero. Zero. When it comes out, zero. Und nachdem wir uns mit diesem Intro etwas in Stimmung gebracht haben, starten wir ins heutige Video, in dem wir mal auf verschiedene Kursziele eingehen für den Bitcoin, für den potenziell kommenden Bullrun. Dazu werden wir im ersten Teil vom Video uns mal mit einigen Fakten und Zahlen auseinandersetzen und im zweiten Teil gehen wir dann natürlich auch auf die Charttechnik ein für den Bitcoin und im dritten Teil werde ich auch noch was zu gewissen Risiken sagen im Kryptospace, die natürlich ganz klar vorhanden sind. Und bevor man sich mit gewissen Kurszielen auseinandersetzt, egal ob das jetzt eine Aktie ist, eine Kryptowährung oder ein Rohstoff, ist immer das allerwichtigste, dass man sich vor Augen führt, wie groß ist eigentlich die aktuelle Marktkapitalisierung dieses Assets und wie groß wäre die Marktkapitalisierung, wenn ein gewisses Kursziel eintreten würde? Wir sehen auf der linken Seite mal die 20 größten Assets der Welt. Aktuell Platz 1 ist Gold mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 13,5 Billionen US-Dollar. Platz 2 ist Apple mit mit einer Marktkapitalisierung von ca. 3 Billionen US-Dollar und auf Platz 3, wie wir wissen Microsoft mit 2,8 Billionen US-Dollar in etwa. Auf Platz 9 ist der Bitcoin mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von ca. 860 Milliarden US-Dollar. Wir sehen auf der rechten Seite in dem Bildausschnitt von CoinMarketCap, dass wir am Top des Bullruns 2021 etwa bei einer Marktkapitalisierung waren von 1,2 Billionen US-Dollar. Und aus dem Bildausschnitt geht noch eine weitere wichtige. Informationen hervor. Aktuell sind etwa 19,5 Millionen Bitcoin von maximal 21 Millionen Bitcoin geschürft, also etwa über 90 Prozent des maximalen Angebots ist bereits im Umlauf. Dazu gleich noch mehr in einer weiteren Grafik. Und dazu kommen wir jetzt eben, wenn wir uns die entsprechenden Market Caps anschauen für die Kursziele, die im Umlauf sind. Bei einem Bitcoin von 100.000 US-Dollar hätten wir in etwa eine Marktkapitalisierung von 1,9 Billionen US-Dollar. Würden wir in etwa aufschließen oder knapp über der Marktkapitalisierung sein von Alphabet bei einem Kursziel von 150.000 US-Dollar, wären wir bereits bei 2,9 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung und damit im direkten Zweikampf zu Apple bei 200.000 US-Dollar hätten wir bereits eine Marktkapitalisierung von 3,9 Billionen US-Dollar und damit natürlich nach Gold ganz klar auf Platz 2 und falls der Bitcoin 250.000 US-Dollar erreichen sollte, sprechen wir von einer Marktkapitalisierung von 4, 8 bis 5 Billionen US-Dollar. Das sind natürlich massive Zahlen, die man sich jetzt im ersten Blick nicht vorstellen kann. Wenn wir das Ganze aber mal in Relation setzen zum Gold, natürlich der Bitcoin noch eine wesentlich jüngere und damit wesentlich spekulativere Asset-Klasse, keine Frage. Aber Gold trumpft hier natürlich alles mit einer Marktkapitalisierung von wie gesagt nahezu 14 Billionen US-Dollar. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern dein Like da, dass es der YouTube Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Nachdem wir jetzt gesehen haben, dass zumindest laut Marktkapitalisierung Kurse für den Bitcoin um 200.000 US-Dollar nicht gänzlich unrealistisch sind, schauen wir uns hier mal noch ein paar Fakten an zum Bitcoin, die ich durchaus spannend finde und die man mal im Hinterkopf haben sollte. Und zwar seht ihr hier im Hintergrund den Chart BTC-Retail. Da sehen wir, wie viele. BTC-Adressen gibt es aktuell global, auf denen eben Bitcoin lagern von Privatanlegern. Und das sind aktuell etwa 50,7 Millionen Adressen. Bei etwa 7,8 Milliarden Menschen auf der Welt sehen wir, dass etwa 0,6 Prozent der Menschheit derzeit Bitcoin besitzen. Das ist auch schon mal so ein kleiner Punkt, den man im Hinterkopf haben sollte. Ein Bitcoin kann in 100 Millionen Satoshis gestückelt werden. Das wäre die kleinste denkbare Einheit für ein BTC. Und hier dann schon mal so ein Punkt eben gerade zum Thema Potent. Skalierung von Bitcoin und auch Skalierung vom Bitcoin-Preis. 93 Prozent des maximalen Supplies von, wir wissen, 21 Millionen Bitcoin ist die Obergrenze, sind bereits im Umlauf. Dazu werde ich am Ende des Videos noch was sagen, wenn wir zum Thema Risiken kommen. Das heißt, ein Großteil des Angebots ist schon da, denn es wird bis zu 100 Jahre noch dauern, etwas länger sogar, bis ca. 2140 laut den Halfing-Zyklen, bis wirklich die vollen 21 Millionen Bitcoin geschürft sind. Wenn man dazu noch berücksichtigt, dass etwa 3,5 Millionen Bitcoin als verloren gelten oder seit mehr als fünf Jahren nicht bewegt wurden, was natürlich auch noch aufs Angebot drückt, haben wir hier durchaus eine sehr, sehr interessante Konstellation aus sehr stark begrenztem Angebot. Und aktuell, wenn wir uns das vor Augen führen, dass wie gesagt weniger als 1% der Menschheit derzeit Bitcoin besitzen, nach wie vor meiner Meinung nach sehr niedriger Nachfrage. Und das wird meiner Meinung nach auch einer der wichtigsten Punkte sein für den potenziell kommenden Bitcoin-Bullrun 2024, 2025. Was wird das Narrativ und wie stark wird dieses Narrativ vor allen Dingen in der Breite die Nachfrage ankurbeln? Wird es ein rein spekulationsgetriebener Bullrun? Also geht es hier dann rein darum, den Kurs nach oben zu treiben, weil sich sozusagen der Kurs bewegt? Dann muss man damit rechnen, dass die Kursziele durchaus begrenzt sein könnten. Darüber werden wir aber auch sprechen, was dann mein. Mindest Szenario wäre bekommen wir einen richtigen echten Use Case bekommen wir potenziell sogar eine globale Adoption von Bitcoin bekommen wir plötzlich die FOMO, dass jeder Bitcoin haben will, weil er sozusagen im Alltag Bitcoin haben muss? Dann muss man wirklich dazu sagen, dann könnte der Bitcoin-Kurs gewaltig nach oben skalieren. Auch darüber werden wir natürlich heute bei der Chart-Analyse sprechen. Was wir hier sehen, ist ein interessanter Punkt. Und zwar sind das die globalen Suchanfragen nach dem Stichwort Bitcoin. Und zwar zurück bis 2010. Da sehen wir, dass der erste echte Bullwand für den Bitcoin natürlich der Bereich war 2017. Da ist er das erste Mal so richtig bei der Masse angekommen. Da haben wir einen massiven Spike gesehen bei den Suchanfragen. Einen Spike, den wir nicht mal im Bullrun 2020 bis 2021 toppen konnten. Wir sehen hier eine ganz klare Abwärtstrendlinie. Also diese Abwärtstrendlinie beantwortet uns zwei Fragen aktuell. Haben wir schon FOMO im Markt? Nein, definitiv meiner Meinung nach noch nicht. Ist da noch viel Aufwärtspotenzial? Meiner Meinung nach definitiv ja. Und ich bin sehr gespannt. Ich werde diese Grafik in den kommenden Wochen definitiv beobachten und natürlich auch mit euch teilen. Und ich bin sehr gespannt auf zwei Dinge. Bekommen wir hier den Breakout aus dieser Abwärtstrendlinie? Wird dieser Breakout etwas bewirken? Und vor allen Dingen, wenn wir hier einen Breakout bei den Suchanfragen auf den Bitcoin dann potenziell auch im Bitcoin-Kurs wiederfinden. Und damit kommen wir zur Chartanalyse. Und hier analysieren wir jetzt mal zuerst den Zyklus 2020 bis 2021 im Verhältnis zum Zyklus zuvor, nämlich dem 2017 bis 2019. 2017 gab es ein Allzeithoch im Bitcoin von knapp 20.000 US-Dollar, 19.666. Danach gab es das Tief, wie wir wissen, im Jahr 2018, im Dezember bei etwas über 3.000 US-Dollar. Es gab dann nochmal einen Backtest im Corona-Tief und danach war der Boden drin und wir sind zum Bull Run aufgebrochen im Jahr 2020, 2021. Wenn wir uns das Ganze hier mal als Fibonacci-Retracement anschauen, dann sehen wir die Kursziele, die erreicht wurden und durchaus auch schöne Reaktionen. Wir sehen hier einmal den Breakout aus dem 161er-Extension, nach oben hier auch der Breakout aus dem 88er-Fibonacci mit Backtest, danach hier den Breakout durch die gesamte Zielzone durchgedonnert, aus dem 161er ausgebrochen, das hier gebacktestet bei exakt 30. 1000 US-Dollar und das übergeordnete Zyklus-Top, warum mir der zweite Hochpunkt gar nicht so wichtig ist, sage ich gleich noch was, für mich ist das erste Top im Jahr 2021 sehr, sehr signifikant und hier haben wir genau das 361er Extension abgeholt bei circa 63.297, es gab dann noch das Blow-Off-Top auf exakt 69.000 US-Dollar, keine Frage, hier war allerdings meiner Meinung nach ein Narrativ am Werk, was ist so in dieser Form mit diesem Hype, gar nicht unbedingt geben sollte und hier sehen wir jetzt eben ein Kursziel, was damals erreicht wurde beim 361er Extension. Das merken wir uns jetzt mal für die aktuelle Chartanalyse bei etwa 63.300 US-Dollar. Und warum mir dieses zweite Top gar nicht mehr so wichtig ist, ist das Narrativ, was damals meiner Meinung nach bewusst gestreut wurde. Im Oktober 2021 wurde der erste Bitcoin Future ETF aufgelegt. Damals war das Narrativ unkompliziert in Krypto investieren. Ich muss aber dazu sagen, das war nicht zu vergleichen in keinster Form mit den aktuellen Spot-ETFs. Und meiner Meinung nach damals nochmal eine, ja, Finte, könnte man jetzt dazu sagen, dass die institutionellen Anleger nochmal richtig bei hohen Kursen entsprechend ablaufen. Konnten. Man muss das Top natürlich respektieren, allerdings so richtig. Und dann passt es auch eher besser zum Zyklus 2017 bis 2019, wo eben das erste Hoch auch übergeordnet das Hoch im Markt war. Für mich ist das Hoch hier definitiv signifikant. Das zweite Hoch werden wir nicht ignorieren, aber wie gesagt, hier bewusst eben dieses Narrativ nochmal in den Markt gestreut im Oktober. Genau hier, um das Ganze nochmal nach oben zu prügeln auf Allzeithochs, nur um eben danach massivst abzuverkaufen. Dieses zweite Top war definitiv eine Bullenfalle. Und warum ich darauf jetzt so ein bisschen eingegangen bin, ist folgender Punkt. Damals im Jahr 2020 musste der Bitcoin also aus dem Abwärtstrend der fallenden Hochs des Kryptowinters ausbrechen und ihn danach backtesten, um dann in den Bitcoin Bullrun zu starten. Und mit diesen Informationen schauen wir jetzt mal ins aktuelle Bild. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen komm sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Ja, wenn wir uns den Chart von 2021 mal anschauen und dieses Top im Oktober, November wirklich als Future ETF Bullenfalle ganz bewusst mal abschneiden, weil vor allen Dingen das auch eine gewaltige Bullenfalle war, die dann eben auch in den Kryptowinter geführt hat, sehen wir hier eine sehr spannende Abwärtstrendlinie vom Top im April. Wir hatten dann hier 2000 Ende 2021, Anfang 2022 nochmal spannende Berührungspunkte. Hier eine Konsolidierung. Der Markt kennt diese Trendlinie definitiv hier. Der Bergtest als Support und das ist die Parallele auch zu damals erst ausbrechen aus dem Abwärtstrend des Kryptowinters, um es danach als Support zu backtesten, um dann in den Krypto Bullrun zu starten. Ich finde es hochspannend die Situation aktuell. Dazu hatte ich mich aber auch schon in den täglichen Videos geäußert. Der Trigger, wo ich davon ausgehen würde, dass wir im Bullrun sind, das wäre hier der Breakout aus den 48 bis 50.000 US-Dollar. Nimm mal diese zwei Hochs raus aus dem April 22 und dem Dezember 21 eben auch gerade noch mal die Punkte, die diesen Abwärtstrend hier definiert haben. Dann muss man wirklich davon ausgehen, dass wir im Krypto-Bullrun sind und im großen Bild freundlich bleibt der Bitcoin natürlich, solange wir diesen Aufwärtstrend intakt lassen. Aber da dürfte er dann durchaus sogar nochmal Kurse backtesten im Bereich um 37.000 bis 38.000 US-Dollar, falls es jetzt eben möglicherweise nochmal im Umfeld des ETFs hier zu einer Enttäuschung kommen sollte, könnte es hier einen sehr, sehr harten Pullback geben in Richtung 35.000, 36.000 US-Dollar und das wäre übergeordnet nur ein bullischer Backtest, nur eine Korrektur, muss man ganz klar dazu sagen und jetzt kommen wir zum Thema Kursziele für den potenziellen Bullrun und da muss man immer den Bereich vom 78er, 88er Fibonacci auf dem Schirm haben, das wäre wäre allerdings dann wirklich, falls sich das Ganze als große Enttäuschung rausstellen sollte, falls der Markt jetzt wirklich noch ein bisschen mehr Hype bekommt, auch nach einer Korrektur potenziell. Und hier würde dann entweder eine völlige Absage kommen oder einer der anderen Risikofaktoren zuschlagen für den Kryptospace. Dann müsste man davon ausgehen, dass es der Bitcoin potenziell nicht mal auf neue Allzeit hochschafft. Wird es ein Bullrun, der von Spekulation getrieben ist? Wird es wirklich nur rein Greater Fool's Theory? Also ich verkaufe dir den Bitcoin, weil er gerade im Hype ist, aber ohne echten Use Case. Dann wären meine Kursziele für den Bitcoin für neue Allzeithochs im Bereich 83.000 bis etwa US -Dollar. 100 und 1.000 US-Dollar. 100.000 US-Dollar, das wäre hier der goldene Schnitt von dem gesamten Rücksetzer vom Allzeithoch dementsprechend runter ans Tief vom FTX-Crash im November 2022. Hier müsste man bei Allzeithochs extrem vorsichtig sein, ob es hier eben entsprechend dann zu großen Gewinnmitnahmen kommt oder wie wir gerade drüber geredet haben. Beim Bullrun 2020 ist er uns ja glatt durchgeballert, sozusagen durch das 161er es getestet. Das waren damals hier die 30.000 US-Dollar. Das wäre dann der große Make-or-Break-Punkt, ob es ein echter Hype-gesteuerter und vor allen Dingen potenziell auch Use-Case-gesteuerter und damit absolut nachfragegetriebener Bullrun wird, dann müsste der Bitcoin glatt aus den 100.000 us dollar ausbrechen. Und dann sprechen wir über Kursziele deutlich jenseits der 100.000 US-Dollar. Und da kommt es dann eben explizit auf das Narrativ an, was wir sehen. Wir haben hier mal die verschiedenen Targets, die ich für den Bitcoin auf dem Schirm habe im Chart. Das erste wäre hier dann im Bereich von etwa 150.000 US-Dollar. Hier wäre das 261er Extension. Wir haben gesehen, in der Vergangenheit sind die Zyklen, was die Ziele angeht, eher etwas schwächer geworden. Natürlich, weil die Marktkapitalisierung übergeordnet gestiegen ist und weil es bislang auch nicht das große Use- Case-Narrativ gegeben hat. Die bisherigen Bullruns waren gesteuert von Angebot und Nachfrage und eben reiner Spekulation. Und das ist der Punkt. Das wäre hier mein erstes größeres Kursziel, dann im Bereich der 155.000 US-Dollar beim 261er Extension. Hier oben habe ich uns mal die Ziellinie eingezeichnet. Wenn sich der aktuelle Bullrun in etwa so verhält wie der Bullrun 2020, relativ gesehen zum Bullrun zuvor, und dann hätten wir ein Ziel zwischen dem, wir haben gerade drüber gesprochen, 300. 61er Extension und wenn es einen Blow-off-Top gibt in Richtung 423er Extension, das wären hier in etwa, wie gesagt, die Ziele, die wir hier im Top 2021 gesehen haben, relativ zum Top 2017 und dann sprechen wir von Kurszielen beim 361er Extension von 208.000 US-Dollar und das absolute FOMO-Top drüber, muss ich sagen, wären wirklich meine kühnsten Vorstellungen weit übertroffen. Das absolute FOMO-Top, was ich mir für den Bitcoin vorstelle, vorstellen könnte, wären hier 242.000 US-Dollar und damit die 423er-Extension und damit sogar ein leichtes Übertreffen, das Top, was wir gesehen haben 2021 relativ gesehen zu 2017. Und dazu muss man eben sagen, da wird es sehr, sehr entscheidend sein, was wird das übergeordnete Narrativ und nach dieser Analyse würde mich natürlich jetzt brennend interessieren und da wünsche ich mir jetzt von jedem von euch mal einen Kommentar. Was denkst du, wo wird der Bitcoin in einem potenziellen Bullrun 2024, 2025 sein? Top 10. Damit die Euphorie jetzt nicht überschäumt und nicht jeder sofort blindlings all in in den Bitcoin springt, sprechen wir nun über die Risikofaktoren. Und meiner Meinung nach ein gewaltiger Faktor, den man berücksichtigen muss und der bei mir beinahe dazu geführt hätte, dass ich nicht in den Bitcoin investiert hätte. Allerdings haben bei mir definitiv die positiven Punkte überwogen, ist die Frage, wer ist Satoshi Nakamoto? Es gibt keine Antwort auf die Frage, wer letzten Endes wirklich der Erfinder des Bitcoins ist, wer wirklich... Hinter dem Bitcoin steht. Und das ist bei mir ein ganz großer Konflikt für meine Interessen, denn ich möchte grundsätzlich jedes Investment absolut verstehen, in das ich investiere. Und die Technologie des Bitcoins kann man definitiv verstehen. Da kann man sich auch bestens darüber informieren. Aber es bleibt natürlich ein ganz fader Beigeschmack und definitiv ein großes Fragezeichen, wenn man de facto nicht weiß, wer am Ende des Tages hinter dem Bitcoin steht. Ein weiterer Risikofaktor, den man auf dem Schirm haben sollte, ist natürlich grundsätzlich auch das Thema, kann der Bitcoin oder wird der Bitcoin potenziell verboten. Es gab jetzt gerade in den letzten Tagen einige Schlagzeilen um das Thema. Jamie Diamond hat sich entsprechend geäußert, dass Bitcoin nur benutzt werden würde von Drogenhändlern und Kriminellen, unter anderem eben für Geldwäsche und weitere kriminelle Machenschaften und dass er, wenn es nach ihm geht, Bitcoin entsprechend abschaffen würde und auch verbieten würde, ist natürlich klar, dass er als CEO ein einer der größten Banken der Welt, die ja grundsätzlich genau das Kontrabild zum Bitcoin sind hier klar dagegen ist, aber auch Janet Yellen hat sich in den letzten Tagen sehr sehr kritisch geäußert, hat sogar gesagt, es gäbe einen neuen Feind und dieser Feind wäre Bitcoin. Also man muss das Ganze hier so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wobei ich nicht davon ausgehe, dass es übergeordnet zu einem großen Verbot kommt beim Bitcoin, aber das sind natürlich auch immer so kleine ja wie so kleine Sticheleien, die man eben erdulden muss im Kryptospace. Natürlich auf Sentiment drücken können und die natürlich gerade kurz- bis mittelfristig auch durchaus für Kursschwinge sorgen können. Und ein weiterer Punkt, den man auf dem Schirm haben muss, der gleichzeitig Fluch und Segen natürlich ist für den Kryptospace, ist ganz klar das Thema Spot-ETF und natürlich das Thema Zulassung durch die SEC. Gerade unser Freund Gary Gensler auf der rechten Seite hat sich ja in den letzten Monaten nicht besonders beliebt gemacht im Kryptospace, weil er einfach hier sehr unklar vorgeht, dass selbst seine eigenen Leute teilweise schon an seinen Entscheidungen zweifeln und es hier natürlich immer wieder auch zu Verschiebungen kommen kann, immer wieder damit auch verbunden zu Enttäuschungen kommen kann bei der Zulassung der Spot ETFs. Wir wissen natürlich, dass aktuell sehr viel Euphorie, sehr viel Vorfreude auf dieses Thema eingepreist ist und wir kennen natürlich auch den Spruch an der Börse, buy the rumor, also kaufe das Gerücht und potenziell sell the fact, also verkaufe dann die Tatsache. Das ist allerdings eher ein kurz- bis mittelfristiger Punkt, den ich auf dem Schirm habe. Ich gehe zu nahezu 100% davon aus, dass die Spot ETFs entsprechend zugelassen werden. Bis es soweit ist allerdings, kann hier durchaus noch das ein oder andere auf den Kryptospace zukommen, eben auch die ein oder andere Enttäuschung damit verbunden sein und damit verbunden natürlich potenziell auch nochmal Kursverluste. Abschließend kommen wir noch zu einem Fazit und hier muss ich ganz klar dazu sagen: Ich spiele hier auch mit völlig offenen Karten, ja auch schon seit vielen Wochen in den Videos. Ich persönlich bin relativ stark investiert in den Bitcoin. Ich muss hier aber ganz klar dazu sagen: Macht euer eigenes Research, erkundigt euch über die Technologie der Blockchain, erkundigt euch über den Bitcoin, macht hier wirklich eine Liste mit Pro und Kontras für euch, bevor ihr investiert. Ihr müsst das definitiv meiner Meinung nach verstehen, um wirklich auch Langfristig halten zu können, um wirklich hodeln zu können, um auch Kursbewegungen aussitzen zu können, muss man das Asset, in das man investiert ist, begreifen, verstehen und für gut befinden. Und das sollte meiner Meinung nach jeder machen, bevor er eine Investition in Kryptowährungen und den Bitcoin tätigt.